Hallihallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays. Ich befinde mich in dem Spiel Kingdom Hearts Final Remix, der HD Remake. Und ja, zuletzt war ich im Rachen, beziehungsweise habe im Olymp ein paar Quests erledigt. Und jetzt wollte ich eigentlich gleich wieder raus. Und zum Schiff. So, Menü, genau. Zum Gummijet. Denn wir haben ja wieder neue Gebiete freigeschaltet. So, nur mal kurz gucken. Genau, in der Arena ist momentan ja, glaube ich, nichts. Die sind alle verschlossen. Hier kann ich noch nichts machen. So, ist als nächstes dieses Gebiet und dieses Gebiet. Aber ich gehe natürlich der Reihe nach. Und das ist dann, glaube ich, erstmal das. Ich weiß auch gerade gar nicht, welches es ist. Aladdin und die Wunderlampe haben wir ja schon. So, wenn ich jetzt noch weiß, wie ich schieße. Ah, da. Die Schöne und das Biest müsste eigentlich auch bald kommen. Die hatten übelst viel aus. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich mein Schiff mal wieder ein Upgrade verschaffen. Was heißt mal wieder? Ich laufe immer noch mit dem Standardschiff. Alter, eins reicht und ich bin kaputt. Das ist ja heftig. Nochmal das Ganze. So, da ist die Bremse. Ist auch so ungenau, das Schießen. Egal. Dann weiche ich den einfach nur aus. Aero-Gummi hinterlassen die, okay. Im zweiten Teil fand ich das, glaube ich, cooler gemacht mit dem Gummijet. Ist halt auch so umständlich im Menü, das Bauen an sich schon. So, Schilde wieder voll. Das sieht mir nach Ariel aus, oder? Ja. Neuer Highscore, ich habe fast nichts gemacht. Atlantica! Ich warte zum Landeanflug ansetzen. Seid ihr bereit? Landen? Ich sehe überall nur Wasser. Wir werden ertrinken. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Donald, der Zauberer. Komm schon, Sebastian. Ariel, warte, langsamer. Lass mich nicht zurück. Ruhig, Sebastian. Sie sehen nicht aus wie welche von denen. Ich weiß nicht, sie sind irgendwie seltsam. Da ist etwas seltsam mit ihm. Was meinst du? Sie sind ein wenig anders. Woher seid ihr? Wir kommen von ziemlich weit her. Und wir sind diese Gewässer nicht richtig gewöhnt. Oh, verstehe. In diesem Fall?
Sebastian, kann euch zeigen, wie man hier herumschwimmt. Ariel, König Triton, wird das nicht gefallen. Keine Sorge. Du hast leicht reden. Okay, jetzt lernt ihr richtig zu schwimmen. Schwimme mit dem linken Stick. Tauche mit Kreis auf und mit Quadrat wieder ab. Lass die Tasten los, um wieder normal weiter zu schwimmen. Fabius wird euch zeigen. Versucht ihn zu fangen. Also los geht's. So, erstmal ein kleines Schwimmtutorial. Da unten ist er. Ups. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Welt mochte. Generell bin ich ja nie so ein Fan von Unterwasserwelten. Schon bei Super Mario nicht. Wo ist er? Ah, ganz oben. Das sollte schon klar gehen. Gut gemacht. So, jetzt zur Selbstverteidigung. Sebastian! Die Stunde ist vorbei. Viel Glück. Ja, da fällt mir wieder ein, dass ich ja super stark bin, weil ich so viel trainiert habe. Sowohl in Agrabah als auch im Schlund vom Monstro. Befreit. Diese Kreaturen haben uns verfolgt. Oh nein, die Monster wollen vielleicht auch zum Palast. Wir sollten lieber sofort zurückschwimmen. Aber werden wir noch mehr von denen begegnen? Tut mir leid, wir brauchen eure Hilfe. Bitte, kommt mit uns zum Palast. Die Dreizackzeichen an den Wänden weisen den Weg. Solange wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Okay, los geht's. So, kann ich... So. Warte. Ich vertausche immer die Tasten. So, mal kurz speichern. Es ist, ich hätte doch mal Ariel reinwechseln können, um zu sehen, was sie an Items mit sich führt. Aber warte, es geht auch von hier. So. Gruppe. Habe ich schon. Menü? Ja. Ariel, was hast du dabei? Eine Protestkette. Und ein Blitzring. Ah, ich glaube, Protest war eh schlecht. Das kann ich ja drin lassen. Ach, ich gehe eh davon aus, dass ich nie mit dir spielen werde. Habe ich auch, glaube ich, damals nicht. Es gibt manche Charaktere. Ich glaube, Tarzan war einer, den man reinnehmen musste mal. Aber prinzipiell brauchte man die Charaktere eigentlich nicht. Aber manche sind stark und haben coole Fähigkeiten gehabt. Okay. Eine Abkürzung war das. Ich gehe, glaube ich, aber lieber den normalen Weg erstmal. Wir wollen ja auch nichts verpassen und ich will auch die Orientierung behalten von der Karte. So, macht das Schaden oder pustet mich das nur weg? Es pustet mich nur weg. Ist wahrscheinlich das gleiche Gebiet. So. Ich
Durch diese ganzen Höhenunterschiede muss man immer gut gucken. Tudum. Warum geht die wieder zu? Weil die Gegner sind? Oder weil sie wieder eine Attacke abgekriegt haben? Acht Erfahrungspunkte, die sind so einfach. Mega Potion erhalten. Schön. Und gleich wieder neue Gegner. Oh, wenn meine Kamera mal funktionieren würde, so wie sie soll. Achso, das Ding war anvisiert. Jetzt geht's. Da geht's nicht rein. Deswegen soll ich hochgehen. Da geht's zur Meeresströmung. Aber ich will das Gebiet ja auch soweit clear machen. So, die da unten hatte ich. Die hatte ich nicht. Kriege ich nicht noch eine Attacke mit dem Randlaufen? Oh, Items. Cyanidstein, schön. Alles Items, die man zum für den Schmied braucht. So, wie war das? Rohe Gewalt hilft nicht, vielleicht mit Magie. Okay. Ich habe natürlich nur die teuren Zauber. Mithrilerz, okay, das ist selten. Mega-Ether. Also die orange-roten sind für Magie empfindlich. Und die anderen... Wie hoch geht's eigentlich? Okay, das ist das Maximum. Dann töte ich erstmal die Gegner und dann hole ich mir die restlichen. Item. Das Gefühl von den Cyanidsteinen fallen. Es ist so anstrengend, zu jedem einzelnen hinzufliegen. Was braucht ihr denn für einen Gegner? Ein Elixier. Das ist doch super. Wow, falsche Taste. Und erstmal wieder Gegner. So, was haben wir hier drin? Eine Hütte. Okay, jetzt bin ich einfach nur wieder in dem Graben gelandet. Einmal im Kreis quasi. Und ein weiterer Cyanidstein.
Oh mein Gott. Da soll man mal den Überblick behalten. Achso, wir sind wieder im Hauptgang. So, da. Da runter. Ich soll da sogar rein. Hey, unsere Halloween-Köpfe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie hier schon kam. Ich dachte erst in Hollow Bastion oder wie es hieß. Ah ne, Hollow Bastion war Zelda. Aua. War das richtig? Nee. Jetzt kommen die Monster bestimmt aber auch gleich wieder. Unter dem Meer. Unter dem Meer.